Es wird langsam Frühling, es wird wärmer. Wir sind bei Lederland und heute geht es um das Thema Funktionen. Hier ist Nicola Kling. Hallo Herr Kling. Guten Tag. Wie geht's Ihnen heute? Gut, gut. Ich will Ihnen jetzt ein paar Funktionen zeigen und deshalb sind Sie heute da. Genau. Wir schauen uns das mal an. Funktionen von Sofas, richtig? Natürlich, natürlich. Genau. Wir sind hier neben Mediamarkt, das zeige ich noch mal ganz kurz, mitten in Burbach an den Saarterrassen. Und wir gehen mal kurz rein. Wir haben eine nette junge Dame, haben wir akquiriert. Ja. Sie kommt aus Frankreich und sie wird einmal die Funktion ein bisschen zeigen. Richtig, richtig. Da ist sie. Das ist die Dunja. So, und sie kommt. Und bonjour, bonjour. So, jetzt fangen wir mal an. Die Leute wollen gern liegen zu Hause. Dann zeige ich Ihnen jetzt die erste ganz einfache Funktion. Tu peux venir avec. Tu peux te coucher là. Generell wollen die Leute zu Hause liegen, aber das ist immer das Problem mit der Armlehne. Dann ist hier die Armlehne verstellbar. Kann man ganz flach liegen, auf die andere Seite auch. Wir machen die pieds süß auf die Badtasche. Und dann, wenn Sie Fernsehen gucken, können Sie sich das einstellen, wie Sie wollen. Das heißt, es geht auch mit mehreren Rastungen. Also ich kann genau, richtig. Genau das ist jetzt eine ganz einfache Funktion. Da kann man sich der Kopf einstellen. Okay. Das wollen die Leute haben zu Hause. Das ist jetzt eine ganz einfache Funktion, aber wenn man drauf liegt, ist es schon interessant. Bitte noch einmal ganz kurz. Das noch einmal kurz. Tu peux te coucher complètement à plat sur le dos. Voilà. Wenn man so zu Hause liegt, wie gesagt, kann man sich der Kopf einstellen, für das Fernsehen zu gucken, dass man gerade sieht im Fernsehen. Weil man zieht es eigentlich mal ganz vor. Ganz vor, genau. Okay. Der andere kann man runter machen. Man kann auch auf dem Zweisitzer, er ist kurz, aber man kann trotzdem flach liegen. Komplett liegen. Das ist auch ein Vorteil, wenn ich mal Besuch kriege zum Beispiel, der könnte notfalls auch mal da einfach mal schlafen, richtig? Zum Beispiel, ja, aber nicht vielleicht die ganze Zeit. Dafür habe ich habe was anderes, dafür habe ich was anderes. Okay, super. Okay, on va voir un autre. Jetzt in dieselbe Funktion ist auch wieder hier. Ein bisschen größer. Also, voilà. Das ist jetzt eine Funktion mehr. Die Armlehne ist immer verstellbar. Okay, jetzt aber manchmal mit voir bien à plat avec l'épaule sur. Aber das Problem hier, wenn man lange Fernsehen guckt, geht der Arm runter. Ja. Da ist eine zusätzliche Funktion, dass der Sitz breiter wird. Oh, das muss ich zeigen. Augenblick. Dass der Sitz breiter wird und dann kann man dann richtig liegen. Ist es angenehm? C'est confortable. Okay. Nochmal einmal hin und zurück. Nochmal hin und zurück, das heißt, wenn man die Kissen nach hinten fährt, hat man einfach eine breitere Sitzposition, Sitzfläche. Man macht das einfach mit zwei Händen am besten. Oder? Ja, am besten, wenn man drauf sitzt. Ich sage es Ihnen mal auf eine andere, weil es sur un autre. Da haben wir wieder dasselbe Thema, diese Kopfschützerverstellung. Pareil, tu te recouches gemütlich, comme à la maison. Da haben wir ja die Sitzposition und wie gesagt, wieder hier, ich zeige es mal so, muss man gerade hier ziehen. Augenblick. Dann kann man. Ich komme mal kurz rum, dann sieht man besser. Da sitzt man ganz normal, ja, wenn Besuch da ist und dann, wenn man der Besuch weg ist, kann man das alles nach hinten fahren und da kann man drauf lümmeln. Lümmeln? Ja. Sagt der Franzose, das ist herrlich. Ist angenehm, oder? Sehr komfortabel. Okay. So, jetzt gehen wir weiter. Das ist jetzt was anderes, eine andere Funktion. Die Armlehne hier ist auch immer verstellbar. Aber hier, assieds-toi avant, juste assieds-toi correctement. Wenn man ein paar größere Leute mit größeren Beinen, kann man das nach vorne ziehen. Oh, bitte noch einmal, bitte einmal. Das sind drei Stufen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich habe längere Beine, wenn ich jetzt drauf sitze, sitze ich besser. Das ist verstellbar. Das ist ja cool. Das sind alles so Kleinigkeiten, oder? Die aber auch das sind Kleinigkeiten, aber die sind sehr wichtig, wenn man bequem drinnen, also zu Hause sitzen will. Ich sage, die Funktionen sind basic auf Deutsch. Basisfunktion, ja. Ja, aber das bringt schon was. Ist es nicht so wie beim Auto zum Beispiel, dass Sachen, wenn man kriegt ein neues Auto, hatte vorher eine Sitzheizung, hat die dann nicht mehr. Man, also da,
das ist praktisch akzeptiert als ganz normal. Aber wenn man es nicht mehr hat, dann sagt man... Richtig. Genau. Aber wir gehen noch weiter. Es ist jetzt nur die einfache Funktionen. Jetzt kommt natürlich immer alles manuell. Zum Beispiel die... Weil das ist jetzt ein Modell. Assieds-toi correctement. Das ist jetzt ein Modell, wo man ganz normal sitzen kann. Und wenn man liegt, hat man. Là, tu peux te coucher. Hat man eine Position, aber der ganze Rücken ist unterstützt. Und dann kann man auch, noch rest coucher, kann man auch, wie gesagt, das regeln, das ist wirklich, dass man, wenn das Fernsehen zum Beispiel, wenn man keinen Platz hat um eine Ecke, wenn man nur ein Sofa zu Hause haben und das Fernsehen links oder rechts, kann man abends Fernsehen gucken, gemütlich. Wenn du mir das auch nochmal zeigst auf der anderen Seite, da sieht man es ein bisschen besser ohne sie. Genau. Ja, das heißt, es ist einfach so, aufklappen und so. Und ich kann und da kann man auch der Kopf. Und wenn wirklich viel Besuch hat, das ist jetzt für die Leute, wo nicht so viel Platz haben, wo haben nicht nur an drei Sitze. Aber wenn Besuch da ist, kann man auch zur Not so drauf sitzen. Okay. Da können vier Leute auf einem zweieinhalber oder auf einem Zweier können sitzen, wenn sie jetzt ein Fest machen oder eine Party. Okay. Und abends, wie gesagt, wenn sie es jetzt gemütlich haben wollen, gerade so. Und dann können sie links oder rechts. Cool. Aber alles mechanisch. Diese Funktionen, ja, ihr habt die wirklich schon, wie oft jetzt verkauft? Tausendfach? Ja, wir verkaufen immer, fast immer Modelle mit Funktionen. Ja, aber die gehen nicht kaputt, richtig? Nee, das ist garantiert, wie das Leder, wie die Nähte, wie die Polsterung, kann nichts passieren. Es okay. ist geprüft, es ist dafür gemacht. Jetzt fangen wir mal an mit elektrischen Funktionen. Okay. So, da gehen wir mal... auf die. Ist ja riesig hier außer bei euch. Ja, du bist das so. Jetzt fangen wir an. Viele Leute wollen keine so hohen Garnituren. Dann ist fast überall, haben sie die Kopfstützeverstellung. Entschuldigung. Jetzt, liege, couche-toi voir dans ce sens. Ouais, comme avec les pieds dessus, y a pas de souci. Und jetzt, das ist immer das Thema, die Sitzfläche ist zu kurz. Hoppla. Da können wir das hier elektrisch verstellen. Ach, die fährt raus? Ja, die fährt raus, elektrisch. Wow! So, da haben wir, wie gesagt, noch einmal abends viel, noch einmal reinfahren. Viel mehr Platz. Ja. Genau. Viel das mehr Platz, um drauf zu liegen. C'est bon, tu peux te rasseoir. Die Sitzfläche können Sie stufenlos verstellen. Das ist wo der Schalter? Zeig mal den mal. Hier, zwischen. Der ist eingelassen, oder? Das ist hier ein Sensor. Hier. Da ist ein Sensor, muss man gerade der Finger drauf machen. Da geht es wieder rein. Okay, das heißt, das Ganze ist doch versteckt. Ich habe ein unglaublich dezentes kleines Sofa und wenn ich will, wird es riesengroß, richtig? Ja, richtig. Das ist jetzt die erste. Und jetzt kann man auf was anderes gehen. Das heißt, hier haben Sie fast alles. Das heißt, Sie haben, tu peux t'asseoir normalement, Sie haben die Armlehneverstellung. Augenblick, ich sag's mal, die Armlehne. Ja, die Armlehneverstellung, wenn Sie jetzt mal so liegen wollen. Sie haben die Kopfstützeverstellung. Und Sie haben jetzt zusätzlich das Fußteil, wo aufgeht. So, das ist jetzt. Das ist super, ja. Und da kann man auch, wie gesagt, den Kopfschützer verstellen, dass man auch gerade liegen. Und das Gute hier, wenn man zu Hause zu zweit ist, wenn man noch verliebt ist, wenn man die zwei Teile gleichzeitig öffnet, kann man, wie gesagt, zusammen so liegen. Kuscheln. Kuscheln. Genau. Wie man auf Deutsch nicht lümmeln, kuscheln. Ja. Aber ich zeige das mal komplett gerade mal, dass man das mal sehen kann. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Avec le copain? Ouais. Ce que j'ai expliqué? Bitte nochmal reinfahren, das ist ja unglaublich.
So. Da ist hier der Schalter an der Seite. Ich zeige das mal ganz kurz. Da ist der Schalter. Mit USB-Anschluss. Mit USB-Anschluss? Für das Handy aufzuladen oder okay, das heißt Tablet. Und Sie haben sogar einen Knopf, einen Sicherheitsknopf. Wenn Sie Kinder haben, können Sie den drauf sperren. Mhm. So. Damit die dann damit nicht rumspielen den ganzen Tag, ja. Zum Beispiel. Und bitte nochmal rausfahren. Das muss ich noch einmal. Und auch diese Funktion kann ich 1000 Mal machen. Ja, das ist dafür gemacht. Ja. So, jetzt ist es hier komplett. Das heißt, da ist der Fernsehsessel eigentlich eingebaut, oder? Ja, da brauchen Sie keinen Fernsehsessel mehr. Sie holen sich einen Dreier und einen Zweier. Sie können auch die Funktion auf dem Zweier haben, aber das kann sich der Kunde individuell auswählen, ob er sie jetzt nur auf diese Seite haben will oder nur auf dem Zweier oder auf alle beide. Ist alles auswahlbar. Jetzt mal ehrlich, die Leute, die zu Hause keine Funktion haben, ja, man verbringt ja praktisch das halbe Leben auf dem Sofa, ja, und hat keine Funktion. Ja, da müssen Sie wechseln, da müssen Sie bei uns kommen. Ne? Super. So, jetzt gibt es noch ein autre, weil hier ist es verstellbar. Jetzt haben wir jetzt hier ein ganz anderes Beispiel. Ich zeige Ihnen erst die, aber das mache ich selber vielleicht. Oder ich kann auch die Dame drauf. Tu peux te mettre là? Assieds-toi normalement. Hop là. Also hier haben Sie auch eine Funktion. Nur die Kopfschütze ist nicht verstellbar. Das heißt, wenn man es komplett öffnet, wenn man das Fernsehen gucken will, ist es ein bisschen ungünstig. Okay. Weil der Kopf, da muss man ein Kissen reinmachen, weil die ist nicht verstellbar. Das ist jetzt noch ein einfaches System. Aber jetzt zeige ich Ihnen, was wo es in der Kopfschütze integriert ist. Hier. Tu te mets sur le 2. Hier geht es auf, aber die Kopfschütze, die geht automatisch nach einer gewissen Position, geht sie nach vorn. Da hat man einen geraden Blick auf dem Fernsehen. C'est magnifique. Das heißt was auf Deutsch? Wunderbar. Wunderbar. Sensationell, hervorragend. Bitte nochmal zeigen. S'il vous plaît, nochmal. Sehen Sie, der Kopf, die Kopfschütze bewegt sich, dass sie gerade bleibt, wenn es komplett geöffnet ist, dass man gerade zum Fernsehen gucken kann. Hammer, oder? Ja, das ist wirklich. Ich muss immer wieder darauf eingehen. Das kann ich so oft machen, wie ich will. Das ist dafür gebaut, richtig? Das ist wie ein Autositz, elektrischer Autositz. Das ist gar nichts passieren. Das ist dafür. Und jetzt zum Ende zeige ich Ihnen mal was einfacher, aber wo auch gefragt wird. Da haben Sie jetzt zum Beispiel hier ein Sofa, ein Ecksofa. Ja. Öfters hat man Besuch, die Leute wollen Bettcouch. Es ist jetzt nicht, einmal für einmal oder zweimal im Jahr, aber hier zum Beispiel auf so ein Sofa haben Sie die Möglichkeit, dass ein Pärchen flach zu liegen, aber auch abends, du peux te mettre à côté, kommst du? Abends können Sie auch mit der Freundin oder mit einem Bekannten oder wer? Oder die Mutter? Oder liegt man da? Da ist auch wieder die Kopfschützeverstellung. Kann man sich wirklich abends gemütlich hinlegen? Zeig mir das noch mal ganz kurz, wie einfach das geht. Ja? Ganz einfach. So, ziehen, zack. Ist das schwer? Nee. Vielleicht kann sie das mal machen. Tu tires? Oui. Tu tires vers toi? Un blick. Genau. Tu tires vers toi complètement et tu tires encore une fois en haut. Encore une fois. Voilà. Muss man halt ein, zwei Mal einfach mal üben. Richtig. Genau. Die Dame hat es noch nie einmal gemacht. Ja, es ist das allererste Mal. Hat sie schon mal gemacht, wenn du sie einfach mal fragst? Ob sie es schon mal gemacht hat? Tu l'as déjà fait? Non. Ouvrir un canapé comme ça? Non. Also sie hat es noch nie gemacht, ja. Und es hat funktioniert. Und bitte noch einmal rein. Tu peux le remettre? Oui. Das ist ja immer die Frage, ist das schwer oder nee, so? Nee, es ist, funktioniert ganz einfach. Genau. Also sie hat es noch nie gemacht, ja, herrlich. Wunderbar. So, jetzt zeige ich Ihnen mal zuletzt der absolute Hammer, wie du sagst. Ja. Ha?
Ich muss dazu sagen, Nikola, wir sind ja per Du, ja. Ich hatte dich eben gesiezt, aber nur fürs Video. So, das ist jetzt immer dasselbe. Das Fußteil kann man verstellen. Und jetzt kommt's. Die Kopfschütze ist elektrisch verstellbar. Oh, das ist Komfort, oder? Das ist der absolute... Da kann man sich das einstellen, wie man will. Da finden Sie wirklich Ihre Position. Ich bin sprachlos. Das ist wirklich der... Ich habe jetzt noch eine Überraschung. Ja. Wenn diese ganze Funktion Ihnen nicht so gefallen haben, ja. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine letzte. Also das ist jetzt die einzige Couch, wo ich im Geschäft habe, auf 100 Modelle. Also diese Funktion kann man auch in die Ecke haben. Ja, zum Beispiel hier haben Sie die Funktion hier, aber Sie können es auch sehen. Wird das wahr? Generell ist die Funktion nur auf die linke Seite, aber ich habe auch hier meine Funktion. Ich kann auch. Normalerweise ist die auf der linken Seite. Normalerweise immer, wo die Armlehne ist, aber ich kann hier auch meine Position haben. Hier auch mit Kopfschützeverstellung. Boah, Luxus. Das heißt, einer kann normal brav sitzen und der andere kann sich relaxen. Das würde aber jetzt auf der Seite auch nochmal gehen? Ja, das geht auch auf das diese Seite. Ich sehe nämlich gerade, da ist nämlich die Fernsteuerung. Also die Steuerung hier, wenn es zwischen zwei Sitze ist, ist es immer zwischen den Sitzen. Ja. Aber hier kann man hier alles außen. Auch wieder mit USB-Anschluss, mit Beleuchtung, Kopfschützerverstellung hier. Also man kann sich wirklich alles einstellen. So. Nikola, ich bin begeistert. Wo findet man dich? In Buchbach. In Buchbach, in Saarbrücken? Saarland. Ja. Auf der Saarterrassen. Aber ich zeige noch eine. Noch eins. Ja. Das ist jetzt für die Leute, wo wirklich ganz verliebt sind. Ja, für die ganz Verliebten. Ja. Du bist ja immer ganz verliebt, ja. Du liebst deine Frau. Wie jeden. So, jetzt aufgepasst. Wird das wahr? Hier ist es jetzt ein Sofa für zwei Leute. Also hier haben Sie Doppelfunktion für zwei Leute. Sogar für drei, wenn Sie jetzt da. Und hier, was der Kracher ist, ist die Kopfschütze. Die können Sie wirklich einstellen, wie Sie es haben wollen. Die geht auf und runter. Da kann man sich wirklich die Position einstellen, wie man will. Ich zeig mal gerade, wie flach man da liegt. Ja? Das ist ja schon fast eine Frechheit. Ja? Das ist. Dass die Leute, die sowas nicht haben. Das Schlimme ist ja, man sieht es ja den Sofas nicht an, wenn man hier reinkommt. Nee. Man muss es gesehen haben, oder? Ja, man muss es zeigen. Und hier, also es muss natürlich optisch gefallen, aber es muss auch bequem sein. Ja. Das ist die wichtige Sache. Wenn Sie abends von der Arbeit zurückkommen, wenn Sie müde sind, können Sie sich hier entspannen. Genau, vielleicht mal ganz runter machen, die Kopfstütze. Und wenn sie zu ist, wenn sie komplett zu ist, sieht man überhaupt nicht, dass hier eine Funktion ist, weil die ist unten ganz offen, ist auch ein schönes Modell. Der Design muss passen. Aber wenn der Design nicht passt, haben wir auch etwas für ein bisschen ältere Leute. Ja. Also im Prinzip ist es dasselbe. Ja, das heißt, hier haben Sie einen ganz normalen Dreisitzer. Ein bisschen gebogen. Ja. Wenn Sie mal zu Hause sind, ich würde mir da kurz sehen, haben Sie hier die Leselampe, USB-Anschluss und wieder dasselbe Thema. Die Funktion. Typ Ouvrier aus hier.
Und da hier ist es mechanisch verstellbar. Und da können Sie einen Kaffee trinken, einen Tee, mit dem Laptop spielen. So. Also das ist über Berührung mit dem Sensor ist das, ja genau. Jetzt. Ja genau. Nee, es hat funktioniert. Okay. Da können Sie lesen, da sitzen Sie gemütlich vor dem Fernsehen. Und natürlich auch der USB-Anschluss, der darf nicht fehlen, ja, heutzutage. Ja. Also hier ist natürlich stark, ja. Es kann jetzt nicht mehr so leicht irgendwas umfallen, oder? Ja, wenn Sie jetzt einen Kaffee, ein Buch lesen, es ist wirklich bequem. Oder am Laptop abends, oder wenn Sie jetzt mal essen wollen, okay, wenn es zu ist, können Sie auch Leder. Da ist kein Problem, wenn Sie jetzt was Tomatensauce drauf fällt oder was weiß ich was. Da können Sie auch gemütlich essen. Sieht so ein bisschen aus wie die First Class in einem Flugzeug. Ja, richtig. Ist das so? Ja, ja. Aber zu Hause. Die haben aber nicht die Ledersessel von euch gekauft, oder? Bei Lederland? Nee, vom Airbus A380. Aber ist besser. Das erinnert mich jetzt, comme dans un avion. Oui. Oui. Première Classe. Oui. Aber das verkaufen wir auch. Vom Design her ist es auch unten offen. Jetzt andere, es ist in anderer Form. Aber da haben wir jetzt fast alles gezeigt. Also alle Modelle haben Funktion, fast alle Modelle haben Funktion. Super. Komm mal kurz hier vorne hin, dann ist das Licht ein bisschen besser. Nicola, du machst das Ganze schon wie lange, den Möbelverkauf? 25 Jahre. Bei Lederland, richtig? Bei Lederland, ja. Genau. Ja, so, ja. Und in den 25 Jahren, die Funktionen, die sind so gut wie heute, waren sie noch nie, oder? Nee, am Anfang war es ganz einfache Funktionen, aber hier habe ich Ihnen jetzt praktisch alle Funktionen gezeigt, wo möglich sind. Ja, und die kann man kombinieren mit Farbe, mit... Kombinieren mit Farbe, mit Sitzpolsterung, weich, fest, medium, Kopfschütze, also es gibt so viele Optionen. Jedes Modell ist einzeln auswählbar. Sie können sich wirklich viele Sachen, viele Optionen auswählen. So, was haben wir? 21 Minuten 44, aber ich habe viel gelernt heute. Und wir fragen noch mal ganz kurz die Dunja. War das gut? Sehr bien. Oui, très bien. Super gut. Aber man sieht es ihr wirklich an. Das war glaubwürdig. Sie hat es vorher noch nie gemacht. Wir hatten sie gerade hier abgegriffen, ja, weil sie gerade hier war. Ja, ja. Und sie war auch nicht vorbereitet. Wenn du sie mal fragst, war sie vorbereitet? Tu avais déjà vu ces fonctions? Non. C'est la première fois. Erstes Mal, wo sie... Super. Öffnungszeiten, ganz wichtig. 10 bis 20, 19 Uhr, Entschuldigung. 10 bis 19 10 Uhr, bis 19. Montag bis Samstag? Jeden Tag, ja. Jeden außer, Tag durchgehen. Außer Sonntag. Sagt Nicola Kling von Lederland in Saarbrücken-Burbach an den Saarterrassen. Ja, richtig, genau. Neben Hella. Neben Hela und zwischen Hela und Mediamarkt, so kann man sagen. Okay. Parkplätze habt ihr ohne Ende. Vielen Dank für das super nette Interview. Kommen Sie alle, strömen Sie zu ihm rein, ja. Testen Sie die Funktion und wie man ja sieht, er kann sogar lachen. Er ist ein netter Mensch, der Nicola Kling, und spricht auch perfekt Französisch, richtig? Ich versuche es. Tout à fait. Tout à fait, Monsieur. Merci beaucoup.